Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, ich habe noch einmal ganz kurz von vorn begonnen, was eh wurscht ist, weil wir haben eh nichts zusammengebracht. Ich weiß jetzt auch, wie das gemeint ist mit den Dorfbewohnern. Ja, was haben wir denn da? Wir haben 4 Mönche. Was können Mönche bekehren und was sind da auf dieser Seite der Karte Gegner? Also, und Dorfbewohner. Also werden wir einfach welche bekehren. Ganz einfach und unkompliziert. Das bedeutet auch, ich werde mich gleich mal auf den Weg machen. Gleich auf den Weg nach da unten. Und ich muss auch selbstverständlich unsere Armee hier mitnehmen, weil sonst kriegen die Mönche aufs Maul und das ist nicht schön. Dann kann ich das Bekehren gleich mal vergessen. Ja. Gut. Das hätten wir geklärt. Perfekt. Na los, Jürgen. Gut. Weil hier ist nämlich ein Bergbaulager und da müsste normalerweise, wenn es noch so ist, wie ich vorhin geübt habe, müssten da Dorfbewohner sein. Irgendwo hier. In dem Bereich halt. Und wie es ausschaut, bin ich ein Stück zu weit drüben. Schauen wir mal, ob es da in der Richtung besser ist. Oder ob ich noch ein Stück runter... Nein, ich glaube, ich muss noch ein Stück runter. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall reicht es, wenn wir ein oder zwei Dorfbewohner da bekehren können. Der wird uns oben dann gleich ein Dorfzentrum bauen und dann wird Dorfbewohner produziert, dass die Schwarte kracht. Aber schon, siehst du, da haben wir schon die erste. Halt, würdet ihr bitte... Na, du Trottel. Halt, 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 weg. Weg mit euch. So, da bitte. Und da bitte. Hallo? Bitte, bekehren. So, die erste gehört schon uns. So, geh bitte heim. Und was ist da los? Halt, alter Spitz hier. Das können sie ja nicht machen. Ihr Zipfelklatscher. Hat sie überhaupt keine Manieren? Alter, weg mit euch! Na, du nicht! Ja, natürlich, Bevölkerungslimit erschöpft, ne? Passt! Das Soßensanz. Hallo, was macht ihr da bitte? Geht's heim, ha? Tut's gescheit sein. Geht's einfach heim und Gutes. Haben wir jetzt zufällig eine zweite Dame oder einen Herrn? Nein. Wurscht, dann muss die eine da oben das alleine schaffen. Ich schleich mich mal. So. Die wird dann auch als erstes gleich Häuschen bauen. Ich würde sagen, gleich hier so ein Eck voll mit Häuschen. Da drüben kommt die Mühle hin. Da haben wir eh, ne? Stein und Gold in Hülle und Fülle. Da machen wir zu. Irgendwie so und dann ist gut. So ungefähr ist mal der grobe Plan. Da oben braucht man nicht zumachen, weil das sind unsere Freunde. Da ist das nicht Not. Wenn wir da unten schön dicht machen, ist schon gegessen. Das passt dann schon. So, gnädigste, bau an, dass die Schwarte kracht. Da fällt mir gerade ein, Reliquien. Gibt es denn hier irgendwo... Oh, ich bin ein Trottel. Ich bin ein Trottel. Reliquien, Reliquien. Halt, du bitte. Reliquie, hol sie dir, schnapp sie dir. Ritterleins, bitte beschützen kommen. Bewachen den Trottel. Habe ich die Reliquie übersehen? Puh. Hoffentlich hat sie noch keiner geschnappt. Das wäre jetzt bitter. Da muss ich... Was macht ihr da? Geht's hier mal raufhelfen, bitte? Kommt, macht's. Das gibt's ja nicht. Nervensägen. Hat sie ihn gehauen? Oh, oh, bitte, bitte, bleib da. Ja, sie ist da. Sehr gut, weil die spendet uns auch ein bisschen Gold. Ich glaube, ein, also pro Reliquie in der Kapelle, Kapelle sage ich schon, in der Kathedrale, also in Dings halt da, Kloster, ne? Gibt, glaube ich, ein Goldstück pro Sekunde. So, jetzt haben wir es. Eine Reliquie, ein Goldstück pro Sekunde. Wow, die haben sich schon wieder gemetzelt. Ja, schön. Feine Geschichte. Lass uns mal so. Passt. Gnädigste, deine erste Amtshandlung ist
Kaischen zu bauen. Also her mit die Hütterler. Mit die Hütten. So. Und nein, wir sind nicht auf der Häuselbauermesse. Also. Die wissen nämlich schon, wie sie gerne ihre Häuser haben möchten. Halt, das war der falsche Button. Da. Uvere. 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 Ja, Uvere. Halt. So. Uvere. Geht hier noch eins aus? Hier vielleicht? So irgendwie, oder zumindest so im Wald ein bisschen so. Ja, das passt schon mal. Das soll sie mal bauen. Ja, ja. Immer schön rein da. Braver Mönch. Ja, brav bist. Ja, da freut sie sich auch. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten, bis die Gnädigste ihre Häuschen hat. Da. Da. Da, da. Aber es wird ja schon langsam. Da können wir ja schon einmal eigentlich anfangen, ne? 1, 2, 3, 4, 5 mache ich mal. 6, 7, 8, 9. Machen wir 9. Dann haben wir schon mal die ersten 10 Dorfbewohner. Das ist ja dann schon mal nicht so schlecht. Die können dann gleich Kasernen bauen und weiß ich was alles. Und da drüben abernten und lustig sein. Ja, irgendwie so. Oder sollte ich das Feld vielleicht hierher klatschen? Also Feld sage ich, die Mühle vielleicht hierher klatschen, um ein größeres Gebiet zu haben, was Felder betrifft. Hm. Das ist jetzt die Frage, ne? Schau, du kannst gleich helfen. Hilfst gleich mit. Auf guter Nachbarschaft, ne? Bum, bum, bum. Jawohl, du kannst. Du kannst, du kannst. Kannst. Ich probiere es einfach mal. Baust hier die Mühle hin. Bam, bam. Was wäre? Hui, Karte. Bleib da. Mach jetzt Platz. Stell dich tot. Alter, stell dich tot, hä? Puh. Bist du gescheit. Gleich mal wegradiert, ne? Sagen. Ach, geh mal hier hin. So, seid ihr schon fertig? Nein, aber du tust nichts, das mag ich nicht. Bitte hilf mit. So. Jetzt wir können das Schiff probieren, reparieren. Passt, du kriegst hier dein Bergbaulager. Ungefähr, ich würde sagen, so. Passt. Ihr zwei geht's die Hirsche an. Dann haben wir insgesamt 10 Dorfbewohner. Ne? So, halt, warte. So. Wir brauchen eine. Aha, wir brauchen Holz, freilich, natürlich. Holz, Holz. Würde sagen hier. Gleich da so ein Holzfällerlager vielleicht. Hm? Ah, sind wir schon ziemlich nah am Feind. Sonst gibt es ja kein schönes Wäldchen. Ne? Dann klatsche ich da eins her, passt schon. Na, was fehlt denn? Ein Holz fehlt, lol. Warte. Aha. Das macht ein Brenner. So. Schön stolz auf Holz. Da. So. Ist das fertig? Ja. Ist fertig. Gut, ihr zwei. Könntest du eigentlich gleich mithelfen? Holz brauchen wir eh in Hülle und Fülle. Du hilfst beim Essen mit. Jägere, ja genau. Du hilfst auch gleich mal. Ja, nur derweil einmal damit. Passt. Und geht schon. 150 Nahrung haben wir noch nicht. Okay. So, ja, schön nieder damit. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Sehr schön, wir können schon wieder 3 neue bauen. Das machen wir auch gleich. Also Dorfbewohner halt, ne? Bitte, da oben gibt's Arbeit. Hopp, hopp. Na, servus, Kaiser. Erst auf. Yay! Der war schön. So.
Du kannst da mithelfen. Dann haben wir da auch schon 5. Dann kommen die restlichen darüber. Mal fürs Erste. Oder warte, nein, zuerst Nahrung. Nahrung ist besser. Wenn wir alle auf die Nahrung hetzen. Oder zur Nahrungsproduktion bewegen. Ja, komm, hopp, hopp. Bett fertig. Alter. So, du darfst auch helfen. Schön. Da müsste noch irgendwann Hirsch sein, oder? Ah, da. Da ist er eh. Da schau. Jägere. So, dann machen wir da noch 2. Dann haben wir 15 Dorfbewohner nochmal. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Echt 14? 15. So. Du kannst da beim Gold derweil helfen. Wobei, weißt du was, kriegst du mal dein erstes Feld. Machen wir das so. Jetzt muss ich nur schauen. So könnte es vielleicht was werden. So. Dass ich das ungefähr hinbekomme, ne? Weil das ist so eine Buckelpisten hier, dass ich die Felder nicht schön anordnen kann. Schaut ein bisschen furchtbar aus, ich weiß, aber... Ja. Nennen es wir mal moderne Kunst oder so. Ja. So. Alter. Das ausschaut. So vielleicht? Schaut leicht komisch aus. Aber naja. Gut, Holz haben wir noch zu wenig. Sag einmal, nippelst doch ab. So, du gehst beim Gold helfen. Sind wir fertig? Hoffentlich. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal 5. Die gehen einmal zum Gold. Die schicke ich mal zum Gold hin, das müsste passen. So. Hopp, hopp. Schön produzieren. Ja. Dann werden wir schauen, dass ich das mit den Feldern noch hinkriege hier. Ne? Mit den Entwicklungen und so. Und dann werden wir uns eine Armee zusammenschustern müssen. Ja. Wer wagt es? Aha. Ist gut gemacht. Schön und gut gemacht. Wer schießt denn da auf wen? Hey. Zipfelklatscher. Das ist aber keine schöne Art. Was? Dann machen wir gleich den Pflug. Haben wir noch was übrig? Gleich. Nein, ein bisschen noch. Kommt, geht die Nahrung ab. Ach komm, wegen einer. Ja, jetzt aber. Warte, du gehst vielleicht sogar. Du gehst hier. Ich würde sagen, du gehst hier Stein abbauen. So. Alter. Wir sterben, du blödes Schiff. Was? Ja, weg damit. So, als nächstes möchte ich gerne den Handkahn entwickeln. Ja. Da wird brav geschuftet, so sehen wir es gern. 2, 4, 6, 8 Leute hier. Weißt was? Da nehme ich, da borge ich mir jetzt mal die 2 aus. Lass weiter Häuschen bauen. Ich werde vielleicht da ein paar Bäumchen pflanzen. Ein paar Bäumchen, Bäumchen sage ich genau. Ein paar Häuser hinpauen da. 50, 60, 65. 2 noch. 70 und... Wenn es sich ausgeht, da 75. Tada, tada, tadam, tadam, tada. Alter, wo fährt's denn hier rum? Das ist ja fürchterlich.
Jawohl, und das geht schon mit dem Handkern weiter. Nein, was fehlt? Holz 200. Okay, ich will noch warten. Ja, was zum Henker? Jawohl, nieder mit euch. Jetzt aber. Bitteschön. Der Handkern. Wow, Gold geht richtig gut. Haben wir vielleicht noch irgendwo eine Reliquie herumlungen, die gerne im Kloster Platz finden könnte, möchte? Aha. Ja genau, Kindernholz, ne? Kann man eigentlich die Bagage da bekehren? Ja! Hey. Komm, lass dich bekehren, blödes Schiff. Komm, bekehren! Oh, ich muss weg. Kann man da noch was bekehren? Ja. Komm, macht's hin. Ja. Schön. Geh, du Kackschiff. Komm, wir sterben, du Kackfisch. Fisch, genau. Schiff. Du Kackschiff. Ja, ich muss da unten zumachen, ne? Zumindest anfangen, Türmchen aufzubauen. Und hier vor allem, damit sie meinen Hafen schützen. Ja. Die Häuschen sind fertig. Brav. Rete. So. Dann baust du bitte eine Universität. Ich werde sie mal da oben... Geht sich das aus? Daher. Da so. So. Komm, hopp, hopp. Schön bauen. Das Hammer, die Schmiede fehlt. Bauen wir auch hierher. Dann die Schmiede. Ja, da brauchen wir noch Holz. Hallo? Mönche können feindliche Gebäude, Felder, Häuser und Belagerungswaffen bekehren. Die meistens feindliche Einheiten lassen sich aus Fernen bekehren, doch bei Gebäuden, Rahmen und Triebwerken müsste der Mönch daneben stehen. Aha. Geht's jetzt? Ja. Au. Komm. Arsch. Jawohl, aber er hat sich bekehrt. Also, bekehren lassen. Das heißt, mir fehlt jetzt... ist wurscht. Oder? Nein, machen wir noch einen Dorfbewohner. Verflixt und zugenäht. Der muss da sowieso Sachen reparieren. Gut, gut, gut. Wir haben genug zu essen. Warte, wir können gleich ins imperiale Zeitalter, glaube ich, schon wandern. Muss ich mal kurz schauen. So, bitte bau den Dreck da fertig. Du hilfst. So. Da schaut's gut aus. Arbeitssuchend haben wir niemanden. Passt. Okay, du kriegst ein neues Feld. Bitteschön. Du auch. Du sowieso. So. Das wird repariert. Schön reparieren, das Schiff. Alter, ne? Komm, stirb weg. Ja, schön. So, dann können wir hier mal Gas geben. Das müsste schon gehen. Gold haben wir, Dings haben wir auch. Passt. Was wäre? Wache Fluss ist imperial. Aha.
Die Wache im Fluss ist vorangeschritten ins imperiale Zeitalter. Das ist super. Gratuliert euch. So, da ist etwas verkehrt. Und ist hier da. Passt. Schön daher. Tut sich heilen lassen. Du bleibst hier. Oh, die Felder. Bubere. So. Der ist gleich fertig da. Wow. Das ist halt wieder typisch, ne? Das ist da echt schon den nächsten Turm herknallen, ne? So eigentlich. Uni. Ich möchte gerne den entwickeln. 100 Nahrung, Dingens Hammer, passt. Kettenhemd wäre das nächste. Wir müssen ein bisschen warten, Nahrung und so. Komm, rauf in den Dreck. Ja, das ist blöd, wenn ich das bekehre, ne? Könnte ein Schuss in der Luft sein. So, 300 Holz haben wir noch nicht. Entwickelt ist schon alles. Was dort betrifft, also was Holz betrifft, ne? Da. Komm, Dümchen, wird fertig. Mach, passt. Der Turm kriegt schon, also das Schiff kriegt schon aufs Maul. Und der Turm halt auch, ja. Aber der hält schon einiges stand. Passt. Und der Part ist auch schwer zu Ende, sehr fürchterlich. So, dann werden wir das noch ein bisschen entwickeln. Hier sind wir eh dabei. 300 Nahrung haben wir gerade noch nicht. Wird aber schwer. Da wir hier eh gar nicht so schlecht beschützt sind, werde ich gerade noch ein paar Dorfbewohner erschaffen. Nochmal 5, die sollen hier vielleicht nochmal eine Mühle aufbauen. Und ja, ich lasse gleich den da, ne? Die Mühle bauen, da geht es schneller. Was ist damit? Schön niedergemetzelt, ich freue mich. Ja, stirb weg, passt. Sind wir auch zufrieden. Sehr gut. So, da kommen die Dorfbewohnerleins. Da schön aufbauen helfen. Weil ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir am Anfang ein bisschen mehr Dorfbewohner haben, dann geht das Ganze schneller. Wir haben ja nichts zu verschenken. Und die Zeit schon gar nicht. Weil die können wir dann eh wieder umbringen, wenn wir genügend Sachen haben. Wenn wir alles entwickelt haben, bringen wir die einfach um, wenn wir zu wenig Armee zusammenbringen sollten. Und dann passt das, glaube ich, auch. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!